Im vierten Film dieses Kurses haben wir alle Buchungen gemacht, mit Ausnahme der Jahresabschlussbuchungen. Und ich werde euch in diesem Film hier zeigen, welche Buchungen man macht im Zusammenhang mit Erfolgskonten. Das Ziel der Jahresabschlussbuchungen ist es immer, die sogenannten T-Konten auszugleichen. Und das macht man im Falle der Erfolgskonten, indem man alle Saldi der Erfolgskonten in das sogenannte GUV-Konto ausbucht. Und das zeige ich euch ganz praktisch an einem Beispiel. Dazu gehe ich zunächst einmal in die Tabellenkalkulation und erkläre euch die Bildung eines Saldos anhand des Kontos Aufwendungen für Rohstoffe. Wir hatten in Geschäftsvorfall 2 einmalige Aufwendungen für Rohstoffe in Höhe von 1000 Euro. Und das ergibt natürlich in Summe auch 1000 Euro. Es ist ein bisschen witzlos, von einer Summe zu reden, wenn wir nur einen Posten haben. Das weiß ich sehr wohl, aber wir merken uns gleich an dieser Stelle, wir müssen die komplette Soll-Seite aufsummieren und die komplette Haben-Seite. Und dann müssen wir die Differenz aus beiden bilden und das ist der Saldo. Wir merken uns also, Saldo ist nichts anderes als die Differenz zwischen Haben- und Soll-Seite. Und das Vorzeichen wird dabei ignoriert. Es geht wirklich nur um den Betrag. Um das T-Konto jetzt auszugleichen, müssen auf beiden Seiten in Summe die gleichen Beträge stehen. Das heißt, wir tragen hier einen Saldo von 1000 Euro ein, weil die Differenz zwischen Haben- und Sollseite beträgt ja 1000 Euro in diesem Beispiel. Und schon haben wir auf beiden Seiten die gleichen Beträge in Summe stehen. Und die Frage ist jetzt, wie bekommen wir den Saldo jetzt da rein? Das ist nichts einfacher als das. Wir machen eine Buchung. Und auf dieser Buchung, da muss auf der Habenseite natürlich das Konto Aufwendungen für Rohstoffe stehen, sonst bekommen wir da keine 1000 Euro rein. Dann brauchen wir noch ein Gegenkonto und das ist das sogenannte GUV-Konto. So. Ich habe hier auch die Buchung. Die Buchung lautet GUV-Konto 8020 1000 Euro an Aufwendungen für Rohstoffe 6000 1000 Euro. So, und damit ist der Saldo ins T-Konto reingebucht und das T-Konto ist komplett ausgeglichen. Gehen wir nochmal zurück zu den T-Konten. Also ihr seht, ich habe hier auch bei den ganzen anderen Konten habe ich die ganzen Saldi gebildet. Hier beim Konto Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, da steht der Saldo auf der Sollseite. Das ist also ein sogenannter Habensaldo, weil die Habenseite überwiegt hier. Und da sieht die Buchung genau umgekehrt aus. So. Da lautet dann die Buchung hier Umsatzerlöse aus eigenen Erzeugnissen 6.000 Euro an GUV-Konto 6.000 Euro. Ich habe hier nochmals alle Jahresabschlussbuchungen bezüglich der Erfolgskonten in die Folie kopiert. Und das Ergebnis dieser Buchungen sind auf der einen Seite ausgeglichene Erfolgskonten. Auf der anderen Seite haben wir ein fertig ausgefülltes Gewinn- und Verlustkonto. 8020, das besagt, das steht ganz hinten im Industriekontenrahmen und gehört zu den sogenannten Jahresabschlusskonten. So, und dann sehen wir auf der linken Seite alle Aufwendungen. Ich habe sie jetzt mit Titel hingeschrieben. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wichtig sind ja die Beträge, das sind die ganzen Aufwendungen. Und auf der anderen Seite die Erträge. Das habe ich dann alles aufsummiert und die Erträge sind größer als die Aufwendungen. Und da bildet man nicht etwa ein Saldo, nein, die Differenz aus den beiden ist in dem Fall ein Gewinn, weil die Erträge höher sind als die Aufwendungen. So soll es auch sein. Wenn wir uns dieses Gewinn- und Verlustkonto nochmal genauer anschauen, dann sehen wir,
Wir haben auf der Habenseite erstmal Umsatzerlöse aus eigenen Erzeugnissen, 6.000 Euro, und das ist das, von dem wir leben. Das haben wir wirklich verdient. Jetzt die Nachlässe darunter, die 6.002, die gehören zum Beispiel zu den Aufwendungen für Rohstoffe. Und das ist eigentlich kein richtiger Ertrag. Diese Nachlässe bedeuten zwar, dass wir mehr Gewinn haben, 118 Euro, aber den erzielen wir dadurch, dass wir 118 Euro weniger zahlen für unsere Rohstoffe als ursprünglich angedacht. Ist also nur ein Preisnachlass auf Aufwendungen. Genauso die Nachlässe drunter. Und genau das Gleiche ist der Fall mit den Erlösberichtigungen. Die sind keine richtigen Aufwendungen, sondern der Kunde nimmt sein Recht aufs Konto, das wir ihm angeboten haben, wahr. Also wir verdienen einfach 180 Euro weniger. Deswegen sind es auch keine richtigen Aufwendungen. Und deswegen wird in manchen Prüfungen erwartet, dass man diese Konten bereinigt, bevor man die Jahresabschlussbuchungen macht. Und das zeige ich euch jetzt nochmal. Jahresabschlussbuchungen bezüglich der Erfolgskonten, die zweite Version, und zwar diejenigen mit vorherigen Nachlassumbuchungen. Das habe ich jetzt so genannt. Ob es so in der Literatur steht, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall sollte hinterher klar sein, was damit gemeint ist. Und zwar, ich mache das als erstes anhand von diesen zwei Konten. Ich mache mir als erstes klar, das Konto Bezugskosten 6.001 und das Konto Nachlässe 6.002, die gehören beide zum Konto Aufwendungen für Rohstoffe. Und ich möchte zum einen das Konto Nachlässe nicht mehr auf der Ertragsseite haben, weil es kein richtiger Ertrag ist, sondern ich zahle nur weniger für meine Rohstoffe. Und das möchte ich auch abbilden. Jetzt die Bezugskosten, das mache ich nur der Übersichtlichkeit halber, das ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Da mache ich mir jetzt klar, dass ich die Bezugskosten bezahlen muss, sonst bekomme ich die Rohstoffe nicht geliefert. Ich komme also da nicht dran, da müsste ich sie selber abholen. Und ich möchte auch abbilden, dass die Bezugskosten eindeutig zu den Aufwendungen für Rohstoffe gehören. Also buche ich beide Konten um. Dazu schaue ich mir als erstes mal den Saldo an. Habe hier bei den Bezugskosten einen Saldo von 5 Euro und der steht auf der Habenseite. Es ist also ein Sollsaldo, aber er steht auf der Habenseite und deswegen muss das Konto Bezugskosten auch auf der Habenseite stehen. Und auf der Gegenseite steht das Konto Aufwendungen für Rohstoffe. Und nach dieser Buchung ist das Konto Bezugskosten komplett ausgeglichen. Das brauche ich also bei der Jahresabschlussbuchung dann nicht mehr berücksichtigen, weil ich das schon vorneweg genommen habe. Genauso schaue ich mir das Konto Nachlässe an und sehe, der Saldo steht auf der Sollseite. Folglich steht auch das Konto Nachlässe bei der Buchung auf der Sollseite. Und ich buche Nachlässe 6.002 an Aufwendungen für Rohstoffe. Das Konto Nachlässe ist nach dieser Buchung komplett ausgeglichen und brauche ich auch nicht mehr berücksichtigen bei den Jahresabschlussbuchungen. Aber das Konto Aufwendungen für Rohstoffe, das hat sich geändert. Da sehe ich diese beiden Schlussbuchungen, die habe ich jetzt nicht gekennzeichnet, weil an der Stelle wird es nicht mehr so unübersichtlich, weil das die allerletzten Buchungen sind. Da habe ich das jetzt weggelassen. Wer will, kann natürlich auch diesen Buchungen einen Namen geben oder eine Nummer und die markieren. So, und jetzt sehe ich, das Konto Aufwendungen für Rohstoffe, das hat jetzt eine andere Summe. Die Summe auf der Sollseite, das ergibt 1.005 Euro, also brauche ich auf der anderen Seite auch eine Summe von 1.005 Euro. Das sind halt jetzt nur die Summen auf den beiden Seiten. Und das erreiche ich, indem ich hier einen Saldo habe von 887 Euro. Und den muss ich dann in das GUV-Konto umbuchen.
Ganz ähnlich sieht es aus mit dem Konto Nachlässe 6022. Das gehört eindeutig zum Konto Aufwendungen für Hilfsstoffe 6020. Und der Saldo auf der Soll-Seite bedeutet nichts anderes, als dass ich 3 Euro weniger für die Hilfsstoffe bezahlen muss in diesem Geschäftsjahr. So, und weil dieser Saldo hier auf der Soll-Seite steht, steht in der Buchung auch das Konto Nachlässe auf der Soll-Seite. Weil genau diesen Saldo in Anführungsstrichen, den möchte ich da jetzt reinbuchen. Und ich buche Nachlässe 6002 an Aufwendungen für Hilfsstoffe 3 Euro. Und danach, also nach dieser Buchung hier, habe ich hier auf dem Konto 6022 keinen Saldo mehr. Es ist komplett ausgeglichen ohne Saldo. Eben nur durch diese Umbuchung hier. Aber ganz wichtig, das Konto Aufwendungen für Hilfsstoffe sieht jetzt anders aus. Es hat auf der Soll-Seite 150 Euro, auf der Haben-Seite 3 Euro und der Saldo steht auf der Haben-Seite 147 Euro. Und wichtig ist, in Summe habe ich auf beiden Seiten den gleichen Betrag. Das ist sehr wichtig. Und da der Saldo auf der Haben-Seite steht, in diesem Konto handelt es sich um ein Soll-Saldo. Als letztes Konto buchen wir das Konto Erlösberichtigungen um. Das hat seinen Saldo auf der Habenseite, ist also ein Soll-Saldo, aber da der Saldo auf der Habenseite steht, steht auch in der Buchung das Konto Erlösberichtigungen auf der Habenseite. Und umgebucht wird es auf die Umsatzerlöse aus eigenen Erzeugnissen. Und damit lautet die Buchung Umsatzerlöse aus eigenen Erzeugnissen an Erlösberichtigungen 180 Euro. Das Konto Erlösberichtigungen ist damit ausgeglichen und das Konto Umsatzerlöse aus eigenen Erzeugnissen, das sieht dann so aus, dass wir auf der Sollseite die 180 Euro Preisnachlass gebucht haben und wir haben jetzt einen Saldo von 5.820 Euro, der dann in das Gewinn- und Verlustrechnungskonto gebucht werden muss. So, und damit haben wir exakt abgebildet, dass die 180 Euro kein richtiger Aufwand sind, sondern im Grunde genommen nur ein Preisnachlass, den wir dem Kunden gewähren, sprich der Kunde bezahlt uns weniger. So. Die Jahresabschlussbuchungen ans GUV-Konto, die reduzieren sich durch die vorherigen Umbuchungen auf 4 Stück. Es werden jeweils immer die Saldi rausgebucht und das GUV-Konto sieht im Ergebnis sehr viel übersichtlicher aus. Wir haben hier auf der linken Seite die tatsächlichen Aufwendungen für Rohstoffe und hier sind die ganzen Nachlässe für die Rohstoffe schon eingerechnet, genauso für die Hilfsstoffe und die Rechts- und Beratungskosten. Das ist übrigens durchaus realistisch, dass Rechts- und Beratungskosten ziemlich hoch sind. Auf der anderen Seite steht der tatsächliche Ertrag, den wir in diesem Geschäftsjahr erwirtschaftet haben, bereits korrigiert um die Nachlässe, die wir dem Kunden gewährt haben. Ich habe jetzt auch auf beiden Seiten die Summen gebildet. Einmal die Summe der Aufwendungen und das den Erträgen gegenübergestellt. Wichtig ist jetzt die Differenz, der Gewinn nämlich, das ist genau der gleiche wie vorhin bei der ersten Version. Man muss sich im Grunde genommen nur merken, welche Konten zusammengehören. Das ist einmal das Konto Erlösberichtigungen, das gehört zum Konto Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und muss umgebucht werden. Dann gehört natürlich ganz wichtig zusammen Erlösberichtigungen 5101, das ist eine andere Nummer, das gehört zu den Umsatzerlösen für Waren. Muss dann auch entsprechend auf die Umsatzerlöse für Waren umgebucht werden. Dann gehört auf der Aufwandsseite zusammen einmal die Bezugskosten 6001 und die Nachlässe 6002 zu den Aufwendungen für Rohstoffe. Entsprechendes gilt für die Aufwendungen für Hilfsstoffe und die Aufwendungen für Betriebsstoffe. Und ganz wichtig, die Bezugskosten 6081 und die Nachlässe 6082
Die gehören zu den Aufwendungen für Waren 6080. Also hier immer gut auf die Nummern schauen. Und wenn ihr den Kontenplan lesen könnt, dann ist es schon die halbe Miete. Dann wisst ihr auch, welche Konten zusammengehören und zum Schluss aufeinander umgebucht werden müssen. So, das war's jetzt mit den Buchungen an das Gewinn- und Verlustkonto. Im nächsten Film buche ich an das Schlussbilanzkonto und mache den Ausgleich der T-Konten, und zwar diejenigen, die Bestandskonten sind.